Smartphones, Computerspiele und das Internet spielen im Leben unserer Kinder eine immer größer werdende Rolle. Welche Wirkungen haben diese Medien auf die Entwicklung der Kinder unter emotionalen, sprachlichen, kognitiven Aspekten? Welches Maß ist sinnvoll und woran sind negative Auswirkungen eines zu großen Medieneinflusses zu erkennen? Welche Erziehungshaltung hilft, den Zugriff auf die elektronischen Medien sinnvoll zu begrenzen? All das sind Fragestellungen unseres heutigen Gastes, mit denen er sich in diesem Video beschäftigt. Und unser heutiger Gast, Sie sehen es bereits, ist wieder mal zum dritten Mal heute Herr Schad, ein Familientherapeut aus Wuppertal. Herr Schad, dreimal dabei gewesen. Ich sage es jetzt nicht wieder so wie Dieter Thomas Heck und von daher bitte nicht wieder wählen. Nein, ich kenne Sie bestimmt auch noch, ne? Diesen Spruch von Dieter Thomas Heck. Ja, klar. Müssen wir uns Sorgen machen, dass Ihre Themen irgendwann ausgehen? Naja, also ich habe eine Themenpalette so von, glaube ich, 10 oder 12 Themen und jetzt war ich dreimal hier. Ich könnte mir vorstellen, nochmal wiederzukommen, zum Beispiel mit dem für Eltern, vor allen Dingen von Schulkindern, sehr interessanten Thema Lernmotivation bei Kindern fördern. Okay. Da würde ich mich freuen, wenn Sie mich im nächsten Jahr nochmal einladen würden. Wie dieser Vortrag wird. Und dieser Vortrag genau. Heißt Faszination Bildschirm. Kindheit im Zeitalter elektronischer Medien. Jetzt bin ich gespannt, welche Rolle Sie gleich einnehmen. Wir haben fast ein Alter, ich glaube, Sie sind einen Tacken älter ja, als ich. Ja, glaube ich auch. Und ist es der Coach, ist es der Vater, ist es der Opa? Wir sind sehr gespannt. Ihnen, meine Damen und Herren, einen interessanten Vortrag und Ihnen, lieber Herr Schad, gutes Gelingen. Ja, danke schön. Ja, in welcher Rolle? Da fällt mir natürlich nur der Buchtitel ein. Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Also man hat verschiedene Aspekte, unter denen man das betrachtet. Und insofern ist es ein spannendes Thema. Und wir wollen ja alle nicht mehr auf die Vorzüge dieser digitalen Welt verzichten. Und auch der heutige Vortrag ist nur möglich, weil es diese digitale Welt gibt. Aber es gibt natürlich auch die Kehrseite all dieser Vorzüge, sowie auch der gesamte zivilisatorische Fortschritt, den wir nicht missen wollen, ja gewisse Kehrseiten hat. Und da wollen wir uns natürlich auch mit beschäftigen, gerade im Hinblick auf unsere Kinder. Ich habe ja viel in meiner Beratungstätigkeit mit Eltern zu tun, die kleine Kinder haben, im Kita-Alter, im Grundschulalter oder auch Pubertät. Und da bin ich natürlich sehr, sehr stark mit Problemen konfrontiert, die nicht mehr so gut dosierte, kontrollierte Nutzung dieser Medien zur Folge haben. Und damit wollen wir uns beschäftigen. Und es ist sehr interessant, dass Eltern auch intuitiv wissen, dass diese digitalen Medien nicht vergleichbar sind mit anderen Aktivitäten, die sie bei Kindern gerne sehen. Ich bin in all den Jahren und Jahrzehnten häufig von Eltern angesprochen worden, dass sie ganz stolz sind, dass ihre Kinder zum Beispiel viel lesen. Ja, dann wird mir erzählt, mein Kind ist schon beim dritten Harry Potter Band oder Kinder lernen ein Instrument und Eltern berichten stolz, dass die Kinder jeden Tag eine Stunde oder zwei üben und so weiter oder auch intensiv spielen können. Das erzählen Eltern gerne. Was ich noch nie von Eltern berichtet bekommen habe, ist, dass sie sagen, mein Kind kann Fernsehen gucken, unglaublich. 2 Stunden ohne müde zu werden. Oder PlayStation spielen oder am Handy daddeln. Also mein Kind hat da eine Ausdauer und Geduld, das ist unglaublich. Habe ich noch nie gehört, sondern ich treffe eher auf Eltern, die sagen, naja, mein Kind ist total fasziniert vom Fernsehgucken und vom Handy daddeln, aber ich habe manchmal das Gefühl, das bekommt dem Kind nicht gut. Herr Schad, was meinen Sie denn, welche Dosierung ist okay? Und genau dieses Gefühl trifft ein Thema, mit dem ich mich heute beschäftigen will, nämlich welche
positiven oder negativen Wirkungen haben die Medien? Und obwohl auch wir alle wissen, dass diese digitalen Eindrücke nicht vergleichbar sind mit Realerfahrungen, ist die Faszination bei Kindern enorm. Ja? Und deshalb wollen wir uns damit beschäftigen, warum ist das so, welche Folgen hat das und wie können wir damit umgehen. Also die Themen sind eben vorgestellt worden, hier sind sie nochmal verschriftlicht. Insofern will ich das jetzt hier nicht nochmal vorlesen. Und wir beschäftigen uns als erstes mal mit der Frage, warum sind diese Bildschirmmedien so faszinierend? Ja, dass die eine fast hypnotisierende Wirkung auf die Kinder haben, auch relativ unabhängig von den Inhalten. Und das hängt im Grunde mit der Funktion unseres Sehorgans zusammen. Ja, das heißt, das Sehorgan ist so entwickelt, dass es vor allen Dingen die Aufgabe hat, Bewegung wahrzunehmen. Ja, hell-dunkel natürlich, aber auch Bewegung. Auf Bewegung reagieren wir stärker mit Aufmerksamkeit, auch emotional stärker. Das ist schon im Tierreich wichtig, denn Bewegung, ja, ist ja etwas, was zum Beispiel eine Beute sichtbar macht. Ja, bewegtes nehme ich wahr. Insofern gibt es ja in der Tierwelt zum Beispiel den Todstellreflex nach dem Motto, wer sich bewegt, hat verloren. Also so lange wie möglich unbewegt bleiben, dann werde ich vielleicht als Beute übersehen. Und insofern ist es ein wichtiges Medium, um zu überleben, sowohl im Hinblick auf, ich werde nicht zur Beute, als auch im Hinblick, ich finde genug Nahrung. Und diese Faszination von Bewegung kann ja jeder bemerken, wenn er irgendwo sitzt und ein Insekt, eine Fliege fliegt durch den Raum. Alle gucken diesem Insekt hinterher, egal was sonst im Raum passiert. Diese Bewegung ist natürlich bei den Bildschirmmedien auch ein wichtiger Motor, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Und aus diesem Grunde schauen Kinder fasziniert auf alles, was sich da bewegt. Und es weckt die Neugier. In dem Begriff Neugier steckt ja die Gier nach Neuem. Und bei den Bildschirmmedien, ja, kommen immer neue Bilder, also löst das den Impuls aus, was kommt jetzt, was kommt jetzt, was kommt jetzt, was kommt jetzt. Und damit ist auch relativ unabhängig von den Inhalten eine Faszination da. Ja? Da ist hier nochmal ein Text, in dem das etwas perfekt formuliert ist. Den lese ich jetzt nicht vor, den können Sie sich dann in Ruhe selber durchlesen. Aber es ist natürlich auch eine negative Folge dieses Neugierverhaltens, dass damit eine Fesselung ausgelöst wird und man nicht mehr aufhören möchte zu gucken. Das geht ja auch Erwachsenen so, wenn die abends dann durch die Kanäle zappen. Was kommt da, was kommt da, was kommt da? Stellt man ja auch manchmal fest, naja, das hättest du auch dir sparen können. Du hättest auch mal eine Stunde früher ins Bett gehen können. Aber die Neugier, vielleicht auch noch irgendwas Interessantes zu entdecken, ist einfach da. Und das ist natürlich etwas, wo wir bei den Kindern schon früh aufpassen müssen, dass man dieser Neugier nicht zu stark nachgibt und das also früh dosiert. Und da stellt sich die erste Frage, ab wann haben denn Kinder etwas davon, wenn man sie Fernseh gucken lässt oder wenn man sie an den Computer lässt? Ab wann haben denn diese Inhalte überhaupt für Kinder einen Sinn? Ja? Und da ist es ganz gut, wenn man sich mal mit der Fragestellung beschäftigt, worin unterscheidet sich eigentlich Lernen in der realen Welt, also ganzheitliches Lernen, von virtuellem Lernen? Ja? Und da kann man wirklich sagen, ganzheitliches Lernen ist ja etwas, wo man mit allen Sinnen etwas wahrnimmt. Ja? Es ist ein Riesenunterschied, ob ich einen Film über einen Wald sehe oder ob ich durch den Wald laufe. Ich rieche ihn, ich gehe die Wege, ich höre das Rauschen, ja, der Bäume, ich kann alles anfassen, ja, und kann mir einen kompletten Eindruck in der Realität machen, der viel nachhaltiger wirkt, als wenn ich nur zum Beispiel einen Film darüber sehe. Ja? Außerdem kann ich mich im Kontakt mit der Welt erleben. Das heißt, ich kann erleben, wenn ich jetzt durch den Wald gehe, oh, da ist eine Steigung, wie schwer fällt mir das? Ja?
oh, ich muss durchs Unterholz, muss mich bücken, muss aufpassen, dass ich nicht einen Ast ins Gesicht bekomme. Das heißt, ich setze mich mit der Realität auseinander, lerne permanent mit der Realität umzugehen und mache dadurch wichtige Erfahrungen. In der virtuellen Welt ist es eher Passivität. Ich konsumiere etwas, ich nehme etwas auf, aber die Eigenaktivität ist enorm begrenzt und insofern sind die Erfahrungen auch enorm begrenzt. Deshalb kann man auch diese virtuelle Welt mit der realen Welt nicht vergleichen. Und je jünger Kinder sind, umso weniger haben sie von der virtuellen Welt, umso mehr brauchen sie natürlich die Realerfahrungen. Und auch später, wenn wir die virtuelle Welt kennenlernen, dann gleichen wir sie im Grunde ab mit unseren Erfahrungen. Das heißt, je mehr Erfahrungen man hat, wenn man zum Beispiel einen Film sieht über eine Landschaft, über ein Land, über Tiere, was auch immer, ich kann viel mehr damit anfangen, wenn ich Realerfahrungen damit verbinde. Insofern ist ein hohes Maß an Realerfahrungen wertvoll und wichtig, um auch mit virtuellen Wahrnehmungen etwas anfangen zu können. Das bedeutet, bei kleinen Kindern kann man sagen, weniger ist mehr, und unter 3 Jahren, das sagen auch viele Medienpädagogen, sollte man Kinder eigentlich vor diese Bildschirme gar nicht setzen. Dazu kommt jetzt noch folgendes Phänomen. Wenn man vor diesen Medien sitzt, gibt es ja eine emotionale Aktivierung. Ja? Diese Bilder und die Geschehnisse berühren mich, regen mich auf und gleichzeitig bin ich körperlich festgestellt. Ja? Bin ja gefesselt, wie man so schön sagt, von den Eindrücken. Und damit gibt es im Grunde einen Bewegungsstau. Das heißt, ich sehe etwas, was mich emotional aufregt, und gleichzeitig bin ich körperlich gefesselt. Das führt natürlich dazu, dass eine gewisse Spannung in mir entsteht. Und wenn der Medienkonsum beendet ist, habe ich in der Regel ein höheres Bewegungsbedürfnis. Ja, muss das sozusagen, das Wahrgenommene, erstmal ausagieren, ausleben und verarbeiten. Das löst bei Eltern schon mal das Gefühl aus, die Kinder sind nervig nach häufigem Bildschirmmedienkonsum. Toben sie rum oder streiten sich, weil ja auch eine emotionale Spannung aufgebaut ist. Und dann ist die Versuchung groß zu sagen, naja, ich lasse die besser wieder fernsehen oder gebe ihnen die Möglichkeit, am Tablet zu daddeln, dann sind sie wieder ruhiger. Das ist also ein Teufelskreis, der in Gang kommt. Je mehr die Kinder vor den Medien sitzen, desto mehr hat man im Grunde das Problem. Aber das ist nicht das einzige Problem. Starker Medienkonsum, das sagen viele Untersuchungen, führen zu vielen negativen Entwicklungen. Und damit wollen wir uns etwas näher beschäftigen. Ich habe die mal aufgelistet. Also ein Phänomen, was auch bei Kindern im Kita-Alter, im Grundschulalter sehr stark zu beobachten ist, ist, dass dieser häufige Bildschirmmedienkonsum die Spielideen beeinträchtigt. Ja, also das heißt, Kinder, die viel vor den Medien sitzen und passiv konsumieren, haben weniger eigene Spielideen, eigene Spielimpulse und fragen deshalb häufiger nach den Medien. Ein weiterer Teufelskreis, der in Gang kommt, Kinder, die sich dann schnell langweilen und sagen, oh, ich möchte Fernsehen gucken, oh, ich möchte am Tablet spielen, sind Kinder, die ohnehin schon viel vor diesen Medien sitzen, und damit wird die Langeweile immer häufiger geäußert und die Gefahr, dem nachzugeben, wird immer größer. Also da haben wir auch wieder etwas, was ein großes Problem wird. Die häufige Nutzung führt zu weniger eigenen Spielaktivitäten. Etwas, was auch sehr bedeutsam ist im Hinblick auf die Schulentwicklung der Kinder, ist, dass alle Untersuchungen belegen, dass diese häufige Bildschirmmediennutzung die Sprachentwicklung negativ beeinflusst. Jetzt könnte man ja denken, ja, ein Gott, wenn mein Kind viel Filme sieht oder viele Darstellungen hat, wo auch gesprochen wird, wo erzählt wird, dann fördert das doch die Sprachentwicklung. Da ist es wieder interessant, dass zwischen Realerfahrung und digitaler Erfahrung ein großer Unterschied besteht. Es ist ein Riesenunterschied, ob ich mit dem Kind spreche, ob ein Kind mit
in der Realität mit anderen Menschen kommuniziert oder ob ein Kind Digitalsprache aufnimmt. Ja? Die digitale Wahrnehmung hat nicht annähernd die positive Wirkung wie die Realerfahrung. Das ist übrigens auch sehr interessant von Hirnforschern festgestellt worden. Die haben nämlich, kann man ja heute alles machen, ne, Hirnscan und so weiter, Hirnaktivitäten messen, die haben nämlich gemessen, wann ist die Aktivität bei Kindern, auch bei kleinen Kindern, in der Großhirnrinde am größten. Ne? Also die neuronalen Verbindungen, die Synapsenverbindungen, wann blitzt und blinkt es da oben und wann werden diese neuronalen Verbindungen am stärksten angeregt, haben die also gemessen. Und was haben Sie festgestellt? Die größte Aktivität entsteht in Situationen menschlicher Kommunikation. Deshalb sollte man mit kleinen Kindern viel sprechen. Und das ist auch der Grund, warum kleine Kinder sehr anstrengend sind, weil sie permanent Kommunikation fordern und alle Register ziehen, damit man auf sie reagiert und mit ihnen kommuniziert, sich mit ihnen beschäftigt. Das tun die nicht, um uns zu stressen und uns zu ärgern, oder auch um Kommunikation zwischen den Eltern zu verhindern. Das berichten ja viele Eltern, sie können sich in Gegenwart der Kinder kaum noch unterhalten, weil die Kinder nach dem Kommunikationsmotto verfahren, wenn hier gesprochen wird, dann mit mir. Ja, da muss man sich nicht ärgern, sondern der Grund liegt darin, dass der Motor ja, im Kind drinsteckt, sozusagen das biologische Programm im Kind drinsteckt. Schau, dass du so oft wie möglich in reale Kommunikation kommst, damit du dich optimal entwickelst, damit dein Potenzial sich optimal entfaltet. Also, man tut dem Kind keinen Gefallen, wenn man es stattdessen vor den Bildschirm setzt. Das ist im Grunde verlorene Zeit. Angesprochen habe ich schon den Punkt, steigert motorische Unruhe und Aggressivität. Diese Mischung aus emotional aufgewühlt, körperlich gebannt, gibt einen Stau, der sich sowohl motorisch im Sinne von Bewegungsdrang als auch emotional äußert. Ein weiter wichtiger Punkt, der sich natürlich dann auch vor allen Dingen ab dem Schulalter bemerkbar macht, ist die Verringerung der Konzentrationsfähigkeit. Ja? Also, man kann ja den Eindruck bekommen, Kinder sitzen total konzentriert und gebannt vor den Medien, aber Konzentration heißt auch aktiv tätig sein, sich auf eine Sache zu konzentrieren, mit der ich mich auseinandersetze, wo ich auch Schwierigkeiten bewältige, ja, und wo ich Hindernisse bewältige, wenn ich ein Instrument lerne, wenn ich eine Sportart lerne, wenn ich mich ja, mit irgendetwas in der realen Welt beschäftige, muss ich mich ja, wie ich eben schon sagte, mit der Welt und den Widrigkeiten auseinandersetzen und damit muss ich mich auf eine Tätigkeit und auf Lernfortschritte konzentrieren. Und diese Fokussierung ist die Konzentrationsfähigkeit, länger mich dann auf einen Punkt zu konzentrieren, um Lernprozesse in Gang zu setzen und mit der Situation besser klarzukommen. Und das ist bei den Bildschirmmedien sehr, sehr eingeschränkt nur möglich. Insofern sind diese vielen, vielen visuellen Eindrücke eher geeignet, die Konzentrationsfähigkeit zu mindern. Das belegen auch viele Untersuchungen. Kinder, die viel vor den Medien sitzen, haben Probleme, sich zu fokussieren. Ja? Manchmal werden mir Kinder vorgestellt, so nach dem Motto, es wird schon vermutet von der Erzieherin oder von Lehrern, das Kind hat ADHS, also ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, auch mit möglicherweise hyperaktiven Anteilen. Ne? Das sind aber keine Kinder, die wirklich ADHS haben, sondern Kinder, die zu viel vor den Bildschirmmedien sitzen und dann entsprechend fahrig unkonzentriert sind oder auch besonders hyperaktiv wirken, weil sie nach dem intensiven Medienkonsum einen erhöhten Bewegungsdrang haben. Ein interessanter Punkt ist auch die Wirkung auf das Kurzzeitgedächtnis. Das ist ganz interessant. Manchmal sagen Eltern ja auch, ja, wenn du jetzt die Hausaufgaben gemacht hast und so weiter, darfst du zur Belohnung daddeln oder Computerspiele spielen oder Fernseh gucken. Tragischerweise ist es so, wenn man relativ dicht nach diesen Lernzeiten diese Medien nutzt, dann wird ein Teil des Gelernten im Kurzzeitgedächtnis gelöscht. Ja. Es gibt ein interessantes Experiment, vielleicht gibt es mehrere, aber dieses Experiment ist mir bekannt. Da hat man drei Gruppen gebildet. Eine Gruppe, also alle drei Gruppen hat man
etwas lernen lassen, ein Gedicht oder mathematische Formeln, irgendwas, und hat dann diese drei Gruppen anschließend unterschiedlich beschäftigt. Eine Gruppe durfte raus spielen, eine Gruppe konnte etwas lesen, die dritte Gruppe durfte sich mit Bildschirmmedien beschäftigen. Und anschließend hat man die Kinder befragt, wie viel sie von dem Gelernten noch wiedergeben können, behalten haben. Und welche Gruppe konnte das meiste wiedergeben? Sie werden es ahnen, die draußen gespielt hat. Die mittlere Gruppe war die, die gelesen hat, und die Gruppe mit den meisten Defiziten, die am wenigsten wiedergeben konnten, war die Gruppe, die gedaddelt hat und Fernsehen geschaut hat. Also das ist etwas, was Interessantes. Und das sollte man sich deshalb gut überlegen, ob man die Kinder als Belohnung für Lernzeiten zu Hause, für Hausaufgaben oder Vorbereitung auf eine Klassenarbeit anschließend nochmal mit besonders viel Medienkonsum belohnt. Ja? Ja, man spricht ja auch von Mediensucht, ja, ist ja auch ein wichtiges Thema. Es werden ja auch schon Beratungsstellen für Spielsüchtige und Mediensüchtige gefordert, weil das immer mehr zunimmt. Und es ist natürlich so, dass diese häufige Nutzung eine Suchtdynamik auslöst. Ja, schon aufgrund dessen, was ich eben gesagt habe, ja, diese Funktion unseres Wahrnehmungsorgans, ja, des Sehorgans, was kommt jetzt, was kommt jetzt, was kommt jetzt, diese Neugier, weiter dran zu bleiben. Und es löst auch eine Sucht aus im Sinne von Konsumsucht. Was kennzeichnet eine Sucht? Also etwas einfach gesagt, die Sucht ist im Grunde der Versuch, über Passivität sich gute Gefühle, Zufriedenheit, Glücksgefühle und Befriedigung zu verschaffen. Und man sucht sozusagen Befriedigung, ohne selbst aktiv zu werden. Die größte Befriedigung, die größte Erfüllung, das weiß im Grunde jeder, hat man aber nicht durch passives Konsumieren. Diese Glücksgefühle nehmen schnell ab. Ich habe mir was Schönes gekauft und so weiter. Ja, aber das ist schnell verblasst. Die intensivsten, nachhaltigsten Gefühle von Zufriedenheit, Erfüllung und Glück hat man durch produktive Aktivität. Ja? Sport, Gartenarbeit, sich mit etwas Lernen zu beschäftigen, zu merken, Mensch, jetzt kann ich das besser, jetzt gelingt mir das, ob das eine Sprache lernen ist, ein Instrument lernen ist und so weiter. Also wahre Zufriedenheit entsteht durch produktive Aktivität. Und wenn ich sehr viel mich über passive Reize wie Bildschirmmedien beschäftige, bin ich im Grunde auch anfälliger für diese Suchtdynamik. Ja? Also das heißt, Menschen, die viel diese Bildschirmmedien nutzen, das sagen auch Untersuchungen, sind auch später anfälliger für andere Süchte. Ob das Spielsucht ist, ob das Rauchen ist, ob das Alkoholsucht ist und so weiter und so fort. Wenn man einmal ohnehin in dieser Suchtdynamik drin ist, indem man glaubt, über Passivität, über Konsumieren mir gute Gefühle zu verschaffen, dann versucht man das auch in vielen anderen Bereichen. Ein nicht zu unterschätzender Punkt, auch bei Kindern und Jugendlichen, ist natürlich eine Folge von starker Mediennutzung, nämlich reduzierte Schlafenszeiten. Wenn ich abends noch daddel und abends Fernsehen gucke, dann ist das ein Riesenunterschied zum abendlichen Lesen zum Beispiel. Also wenn ich zum Beispiel früher heimlich, das war dann auch nicht mehr gewünscht von den Eltern, noch ein bisschen was gelesen habe, ob das jetzt Karl May war oder irgendwas anderes, dann machte das aber relativ schnell müde. Das kann jeder erleben, der abends noch im Bett liest oder stattdessen vor dem Bildschirm sitzt. Dieses aktive Lesen führt zu einer relativ schnellen Müdigkeit und daddelt einen auch nicht auf. Dagegen dieses Sitzen vor den Bildschirmmedien, noch auf dem Handy gucken, löst eher eine Übermüdung aus. Und das ist also auch bei Erwachsenen so und bei Kindern erst recht. Insofern haben viele Kinder, die unkontrolliert diese Medien in ihren Zimmern haben, natürlich auch ein Schlafdefizit. Ja? Zum Thema Bildschirmmedien in den Kinderzimmern, Jugendzimmern, da muss man sich auch überlegen, wie viel Kontrolle, wie viel Dosierung man da noch hinbekommt. Es gibt viele Untersuchungen, die belegen, dass unabhängig vom Bildungshintergrund der Eltern Kinder, die diese Medien in ihren Zimmern haben, signifikant schlechtere Schulleistungen haben. Also
Da kommt wahrscheinlich mehreres zusammen: Schlafmangel, Unkonzentriertheit und gelöschtes im Kurzzeitgedächtnis. Wenn wir uns allein mal diese Punkte angucken, dann kann man sich gut erklären, dass eben schulische Lernerfolge dann geringer sind. Ein ganz wichtiger Punkt ist der Bewegungsmangel. Je länger ich vor den Medien sitze, umso weniger bewege ich mich. Und dieser Bewegungsmangel ist gerade bei Kindern ein ganz relevanter Punkt, weil Bewegung ist für Kinder erstmal der Ursprung, um eine Anstrengungsbereitschaft zu entwickeln. Das heißt, jedes Kind, jetzt nehmen wir mal die nächste Folie, so. Jedes Kind bewegt sich gerne. Ja? Also das heißt, der erste Impuls zur Anstrengungsbereitschaft bei Säuglingen ist Bewegung. Ja? Versucht von der Rückenlage in die Bauchlage zu kommen, versucht zu krabbeln, versucht vom Vierfüßler in den aufrechten Gang zu kommen. Das heißt, da kann man Kinder beobachten, Säuglinge, Kleinkinder beobachten, wie die mit einer ungeheuren Ausdauer und Anstrengungsbereitschaft versuchen, sich zu entwickeln. Und das ist der Kern für die Anstrengungsbereitschaft, die uns nachher auch zu anderen Tätigkeiten motiviert. Und wenn man diese Bewegung als Motor der angeborenen Anstrengungsbereitschaft mindert, indem die Kinder viel hypnotisiert vor den Bildschirmmedien sitzen, wird diese Anstrengungsbereitschaft reduziert. Und das wirkt sich dann auch darin aus, dass für andere Aktivitäten die Anstrengungsbereitschaft sich mindert. Also, man muss sich gar keine Gedanken machen, wie wecke ich die Anstrengungsbereitschaft, denn Anstrengungsbereitschaft ist angeboren, es steckt in jedem drin, ne? Wie wir an den Beispielen mit Säuglingen und Kleinkindern ja sehen. Und die erhält sich auch, sondern wir können sie nur negativ beeinflussen, beeinträchtigen, indem wir Kinder dazu verführen, sich weniger zu bewegen und passiv die Zeit zu verbringen, nämlich vor den Bildschirmmedien. Und was damit oft zusammenhängt, ist, wer viel vor den Bildschirmmedien sitzt, ernährt sich auch noch falsch. Das heißt, da wird mehr genascht, werden mehr Süßigkeiten gegessen, mehr Chips gegessen. Insofern ist ja die Verbindung von häufiger Mediennutzung und Übergewicht bei Kindern und Jugendlichen ein Zusammenhang, der heute schon gesellschaftlich seit längerem thematisiert wird. Ja, leicht adipöse Kinder, die eine Bildschirmkindheit haben, wo also schon Gesundheitsämter schon vor längerer Zeit darüber nachdenken, wie kann man Programme entwickeln, dass die Kinder sich mehr bewegen und besser ernähren. Also ein Punkt, wo man sieht, es hat einen Rattenschwanz von negativen Folgen, wenn diese Kinder zu viel vor diesen Bildschirmmedien sitzen. Ja, ich will diesen Suchtfaktor nochmal etwas vertiefen. Ich habe es eben schon angedeutet, also hoher Bildschirmmedienkonsum führt zu mehr Übergewicht, das gilt für Kinder und Erwachsene, fördert andere Süchte, ja, haben wir auch schon erwähnt, und führt natürlich auch zu den klassischen Zivilisationskrankheiten, die ja durch Mangel an Bewegung schon lange Thema sind. Ne? Sitzen ist das neue Rauchen, ist ja zum Beispiel solch ein Stichwort. Und das führt natürlich zu Herz-Kreislauf-Problemen und Skelettmuskelschwäche und entsprechende Erkrankungen. Also das, was wir schon seit langem als die klassischen Folgen der Zivilisation sehen, Zivilisationskrankheiten durch Mangel an Bewegung und falsche Ernährung, wird durch den Bildschirmmedienkonsum sozusagen nochmal potenziert. Ja, jetzt kommen wir nochmal mehr auf die Inhalte zu sprechen. Ich habe schon erwähnt, dass die Ausstattung mit Mediengeräten in Kinderzimmern und so weiter die schulischen Leistungen vermindern. Das ist also auch ein Untersuchungsergebnis hier, dass das Kriminologische Forschungsinstitut in Niedersachsen erforscht hat. Da können Sie übrigens, wenn Sie sich noch mehr für das Thema interessieren, mal diese Quelle googeln. Da gibt es also einen mehrseitigen Bericht zu diesem Forschungsergebnis. Ich habe da mal die drei Punkte rausgefiltert, die ich besonders für diesen Vortrag interessant finde. Die erhöhte Nutzung auch mit
gewalttätigen Inhalten führt nochmal zu schlechteren Schulleistungen. Und davon sind besonders Jungen betroffen, weil Jungen besonders gerne Actionspiele spielen, auch gewaltbetonte Spiele eher bevorzugen, während Mädchen doch auch eher die Medien zur Kommunikation nutzen. Ne? Mädchen möchten gerne dann chatten und mit den Mitschülerinnen und Freundinnen, die sie noch vor einer halben Stunde in der Schule gesehen haben, sofort wieder Kontakt aufnehmen und simsen. Das ist insofern auch ein etwas geschlechtsspezifisches Problem, dass die Jungen, die generell als nicht so schulkompatibel angesehen werden, nochmal durch diese Affinität zu gewaltbetonten Spielen und Filmen nochmal stärker von den Folgen betroffen sind. Ja. Dazu muss man jetzt nochmal sich die Wirkung der Bildschirmmedien im Unterschied jetzt zu auditiven Medien angucken. Ich werde ja auch öfter gefragt, ob das vergleichbar ist, ob ein Kind jetzt einen Film hört oder eine Hörkassette hört. Und da muss man wirklich einen großen Unterschied konstatieren, denn Bilder treffen viel unmittelbarer auf die Psyche als Worte. Wenn ich jetzt zum Beispiel den Kindern eine Geschichte vorlese, ja, nehmen wir mal an, ich lese den Kindern ein Märchen vor, ja, Hänsel und Gretel, dann passieren da ja auch relativ grausame Dinge, aber ich erzähle es und das Kind kann aufgrund der Erzählung sich eigene Vorstellungen machen und kann sich eigentlich auch nur das vorstellen, was schon seiner Erfahrung entspricht. Das heißt, da ist ein Filter eingebaut, ich höre die Worte und die eigenen Vorstellungen werden produziert. Dagegen bei den Bildern, die treffen sehr ungeschützt auf die Kinder. Also es gibt ja sehr schöne Märchenverfilmungen, aber man muss sich sehr gut überlegen, bei einem Märchen wie Hänsel und Gretel, sollte ich da auch den Film zeigen? Ja, also da kann es gut sein, dass das Kind mit dem Vorlesen des Märchens ganz gut klarkommt und nach dem Film Albträume hat, weil diese Bilder viel ungeschützter auf die Psyche treffen. Wie sehr solche Bilder auf Kinder treffen, habe ich auch bei meiner Tochter fasziniert erlebt und auch erschreckend erlebt. Da war die so gerade im Sprachentwicklungsalter, da ist Folgendes passiert. Ich hatte sie ins Bett gebracht und schaute Nachrichten. Und es ist ja schon viele Jahre her, meine Tochter ist jetzt schon 37. Und da war eine Szene, eine Nachrichtenszene, wo die damals in Großbritannien regierende Margaret Thatcher bei einer Militärübung in einem Panzer saß und selber mal Panzer fahren wollte und ein Schrottauto überrollte. Und es waren drei kleine Szenen. Erster Versuch gelang nicht, zweite Szene gelang immer noch nicht, dritte Szene überrollte dieses Schrottauto und das wurde dann mit einem kleinen Kommentar belegt. Während diese Szene lief, ist meine Tochter unbemerkt hinter meinem Rücken ins Wohnzimmer gekommen und bekam diese Szene mit. Und ich wurde auf meine Tochter aufmerksam, als sie sagte, Papa, Autothek kaputt gemacht. Also in Hochdeutsch, der Trecker hat das Auto kaputt gemacht. Ja, so. Panzer kannte sie noch nicht, ja. Deshalb hat sie Trecker gesagt. Ich hatte mit ihr jetzt noch keine Militärübung besucht. Insofern sagte sie das so. Ich sofort den Fernseher ausgemacht, Tochter ins Bett gebracht, beruhigt, alles gut. Sie schlief dann auch bald und ich hätte die Szene wahrscheinlich vergessen, wenn nicht Folgendes dann passiert wäre. Wochen später radeln wir im Münsterland. Tochter hinten im Kindersitz und wir radeln an einem Feld vorbei, auf dem ein Trecker sich bewegt. Und meine Tochter sagt ganz aufgeregt, Papa, Trecker Autoputte macht. Das war noch da. Diese Szene, die Wochen zurück lag, kurz, nur wenige Sekunden, war eingebrannt in das kindliche Gehirn und die Emotion war auch noch da. Und obwohl ich mich auch damals schon mit diesen Themen Kind und Fernsehen begonnen hatte zu beschäftigen, war ich doch enorm erstaunt, wie lange und intensiv das ja, nachgewirkt hat, solch eine sekundenlange Szene, die sie da mitbekommen hat. Insofern kann man die Wirkung auch von Bildschirmeindrücken nicht hoch genug einschätzen. Sie sind für Kinder emotional oftmals nicht gut verarbeitbar und nicht vergleichbar mit
Hörspielen zum Beispiel. Ne? Also auch abends mal ein Hörspiel hören ist was ganz anderes, als abends kurz vorm Schlafengehen noch aufregende Bildschirmeindrücke zu haben. Das verhindert mit Sicherheit, abzuschalten und in den Schlaf zu finden. Ja, ich möchte dann nochmal die Folgen von übermäßigem Bildschirmkonsum zusammenfassen, wie sie dann auch medizinisch festgestellt werden. Also ich werde ja oft gefragt, ja, wie viel Bildschirmmedienkonsum am Tag ist denn zuträglich? Und bei all den Untersuchungen, wo es um die negativen Folgen dieser Bildschirmmedieneindrücke geht, wird oft so von 3 Stunden täglich gesprochen oder auch 4 Stunden täglich. Und vor, sag ich mal, 10, 15 Jahren habe ich noch gesagt, naja, also die Eltern, mit denen ich zu tun habe, die sind pädagogisch interessiert, kommen aktiv zu Seminaren oder in die Beratung. Da werden die Kinder also mit, sag ich mal, 4, 5, 6, 7, 8 Jahren doch nicht 3 Stunden am Tag vorm Fernseher oder so sitzen. Aber durch unsere Ausweitung der Medien und der mobilen Geräte, PlayStation neben dem Fernseher, Tablet, Handy und so weiter und so fort, sind heute 3 Stunden keine Seltenheit mehr. Ja, 3, 4 Stunden. Also das ist eher zur Normalität geworden. Und da kann man natürlich auch schon enorme Folgen feststellen. Ja, also zum Beispiel zunehmender Kontrollverlust. Ja, je mehr die Kinder gucken, umso mehr fragen sie danach, umso mehr werden sie davon abhängig. Und die Versuche, das zu reduzieren, führen immer mehr zu aggressiven Reaktionen. Damit werden wir uns gleich noch beschäftigen, wie wir da pädagogisch als Eltern am besten mit umgehen. Also mir werden oft Situationen geschildert, wo Kinder, wo man dann eine Grenze setzen will, zeitlich ausrasten, Wutanfälle bekommen, die Eltern beschimpfen und sich wirklich benehmen wie beim Entzug. Ja? Beim Entzug, wenn Süchtige ihre Drogen nicht mehr bekommen, also völlig emotional ausrasten. Ich habe eine Situation erlebt, da haben wir in Gegenwart der Kinder eine Zeitstruktur festlegen wollen, weil die Eltern aus guten Gründen das Gefühl hatten, das ist bei ihnen völlig entglitten. Und dann haben wir das auch als Familienkonferenz gestaltet und die Kinder waren dabei. Und ein 8-Jähriger, der dann hörte, wie ich mit den Eltern eine gewisse Zeitstruktur absprach, sprang empört auf und hat gesagt, das sei ja wohl absolut daneben und das würde er nicht mitmachen und hat unter Protest die Sitzung verlassen. Ja, ist rausgelaufen. Die Eltern waren selbst geschockt über die Reaktion des Kindes, aber daran wurde deutlich, welche Wirkungen diese unkontrollierte Mediennutzung hat. Es löst eine wirkliche Suchtdynamik aus. Bei Jugendlichen kann man dann schon auch feststellen, ähnlich wie bei Erwachsenen, die in der Suchtspirale drinstecken, dass das Verhaltensspektrum enger wird. Also das Medium nimmt einen so zentralen Platz im Leben ein, dass andere wichtige Aktivitäten eingestellt werden. Also dass das Medium sozusagen das ganze Leben und die ganze Freizeit bestimmt, auch dass Ausbildung und Studium und sogar berufliche Verpflichtungen aufgegeben werden, weil die Sucht schon ein solches Maß erreicht hat. Ja? Also, ich habe eine Familie gehabt, wo ein 12-Jähriger die Schule inzwischen verweigerte und nicht mehr zur Schule ging. Und was mich wunderte, war, dass die Eltern dem Jungen aber dann tagsüber einen ausgiebigen Bildschirmmediennutzungszeitraum gaben und er lange vor dem Computer sitzen durfte. Und da habe ich dann die Eltern auch gefragt, naja, wenn der jetzt nicht zur Schule geht und dafür so lange daddeln und spielen darf und so weiter, ist ja die Neigung, wieder die Schule zu besuchen, noch mal geringer. Das ist ja praktisch ein Belohnungsprinzip. Und da haben die mir gesagt, ja, aber das ging gar nicht. Wenn man ihm das noch nehme, wird er ausrasten, die Türe eintreten und das sei einfach unmöglich. Ne? Also war schon ein Grad von Sucht erreicht, wo die Eltern auch resigniert hatten. Und dass der Junge nicht mehr zur Schule gegangen ist, war ja eigentlich auch kein Wunder. Und da ist es dann auch schwierig, Maßnahmen zu ergreifen. Als ich dann mit den Eltern abgesprochen habe, dass dem mal das WLAN gekappt wird, hat er mit dem Küchenmesser vor der Mutter gestanden und gesagt, wenn er das nochmal machst, steche ich zu. Ne?
Und da sind dann Punkte erreicht, wo man sich sagen muss, ja, muss man jetzt schon die Polizei benachrichtigen, muss man das eigene Kind sozusagen als kriminell ans Messer liefern. Denn wenn man das Jugendamt informiert, die kommen vorbei und der Junge schließt sich ins Zimmer ein, das haben die also dann auch erlebt, ne, im Rahmen von vergeblichen Maßnahmen, und dann sagen die natürlich, naja, wenn der Junge nicht aus dem Zimmer kommt, können wir auch nichts machen. Also das heißt, da war schon das Kind in den Brunnen gefallen und da ließ sich nicht mehr so furchtbar viel auf der Beratungsebene tun. Ja, also eine immer höhere Dosis des Mediums wird benötigt, ne? Also das ist klassische Suchtdynamik. Und die Entzugserscheinungen, ich habe es geschildert, lösen Unruhe, Nervosität, Aggressivität und chronische Gereiztheit aus. Und damit sind Eltern dann schon ziemlich in der Defensive. Ja? Körperliche und psychosoziale Beschwerden sind natürlich auch zu erwarten. Wer sich wenig bewegt und immer in Anspannung vor diesen Medien sitzt, der wird natürlich auch irgendwann körperliche Beschwerden bekommen. Das wird auch häufiger geschildert. So. Deshalb werde ich natürlich gerade von Eltern kleinerer Kinder so im Kita- und Grundschulbereich gefragt, ob man denn da so mal ein paar Verhaltensorientierungen bekommt. Ich habe da mal einige Punkte zusammengetragen, die so auch von Medienpädagogen empfohlen werden. Ich hatte ja eben schon erwähnt, also unter 3 Jahre kann man eigentlich sagen, sind Fernsehen und andere Medien überflüssig, da kann man dem Kind nichts Gutes mit tun, da sind alle anderen Realerfahrungen wertvoller. Insofern sollten Eltern von Babys und Kleinkindern das Ganze lassen, auch wenn diese bunten Bilder aus den schon geschilderten Gründen eine Faszination auslösen. Es gibt natürlich eine unendliche Produktion von Sendungen, die auch schon für Säuglinge hergestellt werden. Es ist ja ein Milliardenmarkt, ne? Das darf man ja nicht vergessen. Damit wird irrsinnig viel Geld verdient. Und da darf man sich aber nicht unbedingt an den Produzenten orientieren, die damit Geld verdienen, sondern man sollte sich eher unter pädagogischen Gesichtspunkten damit beschäftigen und dann sagen, weniger ist mehr. Also Kinder unter 3 Jahren ist auch eine häufig geäußerte Empfehlung, haben eigentlich vor den Medien gar nichts zu suchen. Wenn es dann losgeht, sollte man auf jeden Fall das Kind begleiten, weil die Wirkung dieser Bildschirmeindrücke, wie ich es ja eben schon geschildert habe, werden oft unterschätzt. Und dann kann man auch in Gegenwart der Kinder reagieren. Ne? Man kann mal zum Beispiel stoppen, wenn es eine Aufzeichnung ist. Ich bin auch ein Freund davon, dass man etwas mit den Kindern schaut, wo man Einfluss nehmen kann. Wann wird gestoppt, wann wird geendet, wann unterbricht man, um mit dem Kind mal zu sprechen. Wo muss man vielleicht sagen, oh, das ist jetzt zu aufregend, mein Kind bekommt Ängste, das beenden wir jetzt vorzeitig. Also auf jeden Fall sich selber ein Bild davon machen, wie diese Sendungen, wie diese Filme auf die Kinder wirken. Am besten sie sich selber vorher angeschaut haben. Also das heißt, besser Medien schon kennen, die die Kinder sehen, als selbst dann von der Wirkung überrascht zu werden. Ja? Denn die angstauslösende Wirkung spannender Szenen ist einfach sehr, sehr stark und bei Bildschirmeindrücken noch mal stärker als bei Hörspielen oder bei vorgelesenen Geschichten. Aber selbst beim Vorlesen von Geschichten ist man manchmal erstaunt über die Sensibilität der Kinder. Mir ist das mal passiert, als ich meiner Tochter ihr Lieblingsmärchen einmal mehr vorlas, Rotkäppchen, und nun las ich es sehr oft vor und dann habe ich mir mal überlegt, das so ein bisschen zu variieren und habe dann beim Vorlesen der Stimme des Wolfs eine tiefere Stimme gegeben. Und da sagt meine Tochter sofort zu mir, Papa, normal lesen. Ja? Das heißt, obwohl ich als Vater die Stimme war und unmittelbar daneben saß und sie das Märchen gut kannte, war ihr das zu unheimlich, dass ich allein dem Wolf eine tiefe Stimme gab. Also diese Sensibilität muss man bei Kindern in Rechnung stellen, und da sind natürlich dann Filme und Bildschirmeindrücke noch mal heftiger. Ne? Es gibt natürlich pädagogische Empfehlungen mit Altersbegrenzungen und so weiter, aber auch da muss man berücksichtigen, es ist ein Milliardenmarkt und natürlich will man die Zielgruppe möglichst groß halten, deshalb sind also auch die Altersbegrenzungen relativ großzügig. Da würde ich mich nicht alleine dran orientieren,
sondern mir selbst ein Bild machen. Und wenn ich den Eindruck habe, naja, wird zwar gesagt ab 6 oder ab 12 Jahren, aber ich finde das doch ein bisschen heftig und mein Kind reagiert auch entsprechend, dann sollte man nicht sich damit beruhigen, dass das Kind sich in dem Alter bewegt, das empfohlen worden ist. Ja, also mit dem Kind auch sprechen über Inhalte, um zu schauen, ne, dass das Kind das verarbeitet, das Gesehene auch gut verarbeitet, und darüber sprechen und das Kind auch erzählen lassen, ist eine gute Form der Verarbeitung. Ja. Und das ist natürlich etwas, was man immer in den Blick behalten sollte, das eigene Verhalten überprüfen, wie viel Platz nehmen die Medien in meinem eigenen Leben ein, sieht mich mein Kind sehr viel vor den Medien sitzen und bin ich dann auch wenig ansprechbar und läuft der Fernseher viel nebenbei, ne, wird er schon angeschaltet wie das Licht in der Wohnung oder wird gezielt geguckt, wird auch beim Abendessen bei anderen Tätigkeiten geschaut, läuft der Fernseher oder liegt das Tablet daneben oder daddelt man am Handy. Das sind alles Dinge, die heute schon relativ weit verbreitet sind. Ich habe bei einem Vortrag zu dem Thema eine Frage einer Teilnehmerin gehabt, die saß mit ihrem Mann im Vortrag und dann sagt diese junge Mutter, also Herr Schad, wenn ich Sie richtig verstehe, sind Sie der Auffassung, wenn ich mit meiner Tochter zu Abend esse, sollte mein Mann sich dazusetzen und nicht nebenan am Laptop sitzen? Ich war etwas erstaunt, dass sie das so vor 25 Teilnehmern sagte und der Mann saß auch daneben und ich schaute mal zu dem Mann rüber, ob der jetzt verärgert und vorwurfsvoll reagierte nach dem Motto, was erzählst du das hier in der Öffentlichkeit? Aber der Mann schaute mich ganz entspannt und neugierig an, so nach dem Motto, ja, da wird mich Ihre Meinung jetzt aber auch mal interessieren. Ja? Also so normal scheint das schon zu sein und insofern ist es, glaube ich, nicht überflüssig zu sagen, man sollte bei solchen wichtigen Familienritualen wie Mahlzeiten die Medien einfach außen vor lassen. Ne? Manche sagen natürlich, oh, ich bin berufstätig, freiberuflich, muss reagieren, habe das Handy immer daneben legen oder so. Okay, aber auch das kann man strukturieren. Man muss sich nicht unbedingt davon so abhängig machen und so steuern lassen, sondern man sollte schauen, dass man also auch noch medienfreie Zeiten der Kommunikation hat, wo man Platz hat, sich ungestört von Medien, nicht unterbrochen, auch miteinander zu beschäftigen, sich zu unterhalten. Ja. In dem Zusammenhang gibt es auch eine interessante Untersuchung über die heute weit verbreitete Neigung, auch ständig aufs Handy zu schauen. Ne? Auch junge Mütter, die dann die Kinder von der Kita abholen, daddeln oder wenn sie in der Stadt unterwegs sind, dauernd streicht man übers Handy und schaut, was da wieder an interessanten Neuigkeiten kommt. Und da gibt es eine interessante Untersuchung, die ich mal in einem Spiegelartikel gelesen habe, dass dieser Mangel an aktiven Miteinander, dieses ständige Abgelenktsein über diese Medien, also auch die Eltern-Kind-Beziehung negativ beeinflusst. Ja? Also das ist dann auch in Fachjournalen veröffentlicht worden, dass das natürlich für die Kinder sehr negativ ist. Ich habe ja eben schon von dieser Ergebnissen der Hirnforschung berichtet, dass Kinder nichts mehr wünschen als intensive Kommunikation, dass dann die Hirnaktivität am stärksten ist und das Lernpotenzial am stärksten entfaltet wird. Und natürlich dieses Abgelenktsein, diese halbherzige Aufmerksamkeit stört das enorm. Und das ist überhaupt ein interessantes Phänomen, die halbherzige Aufmerksamkeit, dieses alles gleichzeitig machen zu wollen und gerade durch die Bildschirmmedien permanent abgelenkt zu sein, führt dazu, dass das, was Kinder besonders brauchen, was wir Erwachsene uns natürlich auch wünschen in der Kommunikation, ungeteilte positive Aufmerksamkeit, dass die zu kurz kommt. Und das hat eine enorm negative Folge. Also es führt nicht nur zu einer gestörten Eltern-Kind-Beziehung, wie das in dieser vorangegangenen Untersuchung festgestellt wurde, sondern es führt auch zu einem gefährlichen Teufelskreis. Kinder, die nämlich den Eindruck haben, keine ungeteilte positive Aufmerksamkeit zu bekommen,
sich die aber wünschen, entwickeln schnell die Strategie, diese ungeteilte Aufmerksamkeit zu erzwingen. Und womit? Mit störendem Verhalten, mit nervigem Verhalten, mit provokantem Verhalten. Dann muss man sich mit ihnen beschäftigen. Und dann kommt ein Teufelskreis in Gang. Je mehr das Kind merkt, durch störendes, provokantes, sich verweigerndes Verhalten bekomme ich besonders viel Ansprache, verstärken das natürlich. Und diese Erfahrung von am Mangel an ungeteilter positiver Aufmerksamkeit führt sehr stark zu diesem provokanten und störenden und dann das Familienklima belastenden Verhalten. Und insofern sollte man sehr, sehr darauf achten, dass man Zeitfenster hat, wo man den Kindern ungeteilte positive Aufmerksamkeit schenkt und nicht da im Multitasking sich verliert. Ja, insofern ist es so wichtig, auch die Medienzeiten klar zu strukturieren, um die anderen Zeiten auch medienfrei halten zu können. Also die negativen Wirkungen in der Eltern-Kind-Beziehung sind vielfältig und es kommt dieser Teufelskreis in Gang. Ich habe es hier nochmal dargestellt. Ja, störendes Verhalten führt zu mehr Aufmerksamkeit. Ja, wir sind ohnehin ja alle so programmiert, dass wir auf Störungen stärker reagieren als auf positive Dinge. Ja? Also Störendes aktiviert uns zwangsläufig, nervt auch schneller. Angenehmes Verhalten, wenn unsere Kinder nebenan schön malen und spielen, dann brauchen wir uns nicht zu kümmern. Und das ist alles gut, das wird dann aber auch nicht mehr groß registriert. Wenn die sie aber streiten und mit den Stiften die Wände bemalen und so weiter, dann werden wir aktiviert, dann werden wir emotional auch negativ aktiviert und müssen uns kümmern und dann lernen die Kinder auf die Art und Weise, beschäftigt man sich mit mir. Also diese Teufelskreise lernen wir in der Beratung natürlich sehr häufig kennen und sind durch diese Allgegenwart der Bildschirmmedien auch nochmal stärker geworden. So, jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir uns mal über die Erziehungshaltung unterhalten wollen, um diesen Zugriff auf die Medien sinnvoll zu begrenzen. Ich habe ja eben schon im Zusammenhang mit der Suchtdynamik beschrieben, wie Kinder reagieren, wenn die Eltern das dann nachträglich begrenzen wollen. Es ist natürlich immer schwieriger, nachträglich es zu strukturieren, als eine Struktur langsam etwas auszuweiten. Das ist völlig klar. Und ich habe natürlich viel mit Eltern zu tun, die ab irgendeinem Punkt zum Glück merken, das müssen wir begrenzen, das ist uns etwas aus dem Ruder gelaufen. Und die negativen Wirkungen, entweder in Form von Unkonzentriertheit, Aggressivität, mangelnde Schulleistungen, registrieren und jetzt das wieder einfangen wollen. Und dann machen Eltern natürlich die Erfahrung, so, wenn wir jetzt also eine Struktur schaffen, dann rebellieren die Kinder, werden aggressiv, äußern sich auch nicht selten sehr respektlos den Eltern gegenüber, werden manchmal auch tätlich. Das heißt, man merkt, es ist eine ungeheure Frust für die Kinder, plötzlich nicht mehr in dem Umfang die Medien nutzen zu können. Und das ist ja schon etwas, was einem zu denken geben sollte. Denn bei anderen sinnvollen Aktivitäten, wenn man die bei den Kindern beendet, dann ist mit diesem Maß an Aggressivität in der Regel nicht zu rechnen. Also das heißt, wie gehen wir damit um, um nicht Gefahr zu laufen, wieder Begrenzungen aufzuweichen oder gar nicht erst zu versuchen, wenn man sagt, der Stress, den ich dann mit den Kindern habe, der ist so furchtbar, dann lasse ich es eben zu, obwohl ich eigentlich nicht damit einverstanden bin. Und die Anzahl der Eltern, die auf der einen Seite ein gutes Gefühl haben, wie ich das am Anfang schon sagte, naja, diese häufige Nutzung der Bildschirmmedien ist nicht so toll. Eigentlich lasse ich mehr zu, als ich will. Und dann so etwas resigniert, da zähneknirschend einen größeren Umfang akzeptieren. Der nimmt zu. Der Anzahl dieser Eltern nimmt zu und deshalb ist es auch wichtig zu überlegen, wie kann ich damit umgehen. Dazu möchte ich noch mal kurz ins Gedächtnis rufen, dass wir heute ja eine Haltung den Kindern gegenüber haben, die zwar viele positive Aspekte hat, nämlich nicht mehr so autoritär zu sagen, das wird jetzt gemacht, Schluss aus, sondern mehr auf die Kinder einzugehen, mehr zu erklären, mehr zu argumentieren und die Einsicht
der Kinder erreichen zu wollen und auch einvernehmliche Lösungen finden zu wollen. Das sind auch gute pädagogische Absichten, aber auch da lauert eine Falle und die sich bei dem Begrenzen von Bildschirmzeiten auch sehr stark zeigen. Und die Fallen bestehen darin, dass wir versuchen, zwei Hürden zu nehmen, wie ich das immer nenne. Nämlich, wir wollen oftmals im Umgang mit den Kindern die beiden Hürden nehmen. Mein Kind soll verstanden haben, warum ich etwas entscheide und soll mit der Entscheidung auch noch einverstanden sein. Und deshalb wird den Kindern wortreich erklärt, dass jetzt irgendwie die Zeiten begrenzt werden und die Kinder antworten wortreich, warum das einfach nicht okay ist. Und dann kommt man in Dauerdiskussionen. Und wenn man dann eine Entscheidung trifft, wo die Kinder nicht mit einverstanden sind, wo die wütend sind, sauer sind und die Eltern sagen, alle dürfen, nur ich nicht, dann sind Eltern verunsichert und es fällt ihnen schwer, mit einem klaren Standing diese Entscheidung beizubehalten. Aber es liegt daran, dass wir in die Falle tappen. Argumentationspädagogik bedeutet, ein Kind muss meine Argumente immer verstanden haben und immer einverstanden sein. Also, gute Argumentationspädagogik besteht darin, ich erkläre etwas, aber ich mache mich nicht davon abhängig, ob das Kind die Erklärung versteht oder ob das Kind einverstanden ist. Ja, also Erklärungen sind gut, sich selbst auch Rechenschaft ablegen, warum ich was entscheide, aber möglichst gelassen hinnehmen, dass ein Kind nicht einverstanden ist. Ja, als ich entsprechend mit meiner Tochter umgehen musste mit dem Thema und sie dann mir sagte, alle in der Klasse, ja, war so gerade weiterführende Schule, hätten schon die Fernseher, Computer und die Jungs auch die Playstation im Zimmer und sie müsste immer noch im Wohnzimmer danach fragen und im Arbeitszimmer an den Computer gehen. So ging das nicht. Habe ich ja auch gesagt, ich kann dir gerne erklären, warum du die Ausstattung nicht in dein Kinderzimmer bekommst. Ja, so. Die Untersuchungen, die ich eben schon zitiert habe, unabhängig vom Bildungshintergrund der Eltern, haben Kinder mit den Medien im Zimmer unkontrolliert schlechtere Schulleistungen als Kinder, die da noch über die Kontrolle der Eltern Zugang haben. Ich kann dir gerne erklären, warum du die Ausstattung nicht bekommst. Da war die Tochter natürlich nicht an Erklärungen interessiert, sondern an der Ausstattung und war entsprechend verschnupft. Es kam der zweite Anlauf. Inzwischen hatten dann alle in der Schule die Medien. Vierzügiges Gymnasium. Habe ich gesagt, kann ich noch weniger kontrollieren, aber interessiert mich auch nicht so wirklich. Aber ich erkläre dir gerne, warum du die Ausstattung nicht bekommst. War natürlich auch nicht gerade, löste keine Begeisterung aus. Dritter Anlauf, das machen Kinder ja auch gerne. Sie ziehen mal die Psychokarte. Und sagte, meine Freundin und Mitschülerin bedauern mich schon, dass ich so einen Papa habe. Jetzt muss man gelassen bleiben. Ne? Und mir fiel dann der sehr humorvolle Kommunikationsexperte Paul Watzlawick ein, der in seinem sehr schönen Buch Die Anleitung zum Unglücklichsein beschreibt, wie man mit ungeschickter Kommunikation sich das Leben unnötig schwer macht. Und der hat darin den schönen Satz gesagt, der mir als junger Vater gut gefallen hat, man kann in der Wahl seiner Eltern nicht vorsichtig genug sein. Und den Satz fand ich sehr gut, mal einen Perspektivenwechsel einzunehmen und habe zu meiner Tochter gesagt, ja, okay, die bedauern dich schon, aber unter uns, du hast in der Wahl deines Vaters echt Pech gehabt. Ich beschäftige mich seit Jahren mit dem Thema, habe dazu relativ viel gelesen, toure damit durch Schulen und Kitas. Das ist für dich schlecht gelaufen. Und das ist eine Reaktion, die löst jetzt bei Kindern nicht unbedingt Begeisterung aus, aber diese Haltung signalisiert, ich kann gelassen hinnehmen, dass du mir das nicht im Moment abnimmst, dass du mir das übel nimmst und dass du nicht einverstanden bist. Das kann ich gelassen zur Kenntnis nehmen und nehme dir auch nicht übel, dass du übel nimmst. Und diese Haltung ist die beste Haltung, die man einnehmen kann im Rahmen der heute durchaus positiv entwickelten Argumentationspädagogik, dass man erklärt, dass man auch bereit ist, dem Kind die Gründe für Entscheidungen zu nennen, aber nicht sauer ist, wenn die Kinder
damit daran kein Interesse haben und überhaupt nicht übereinstimmen mit unserer Entscheidung. Also Gelassenheit ist angesagt, deshalb müssen wir diese Hürden, mein Kind hat verstanden, mein Kind ist einverstanden, nicht nehmen. Und das ist die Basis, um damit besser umzugehen. Ja, wir müssen also freundlich und klar die Struktur setzen, die Grenzen einhalten und uns darüber im Klaren sein, wir entscheiden, in welchem Umfang Kinder mitentscheiden dürfen. Ja, also Eltern haben oftmals auch, nicht nur bei dem Thema, aber bei dem wirkt es sich sehr häufig sehr problematisch aus, den Eindruck, sie wissen nicht so recht, wo die Kinder mitbestimmen können und wo man als Eltern einfach das entscheidet. Und da helfen wir den Kindern, wenn wir ihnen nicht zu viel Verantwortung geben, sondern sagen, ja, ich weiß, du würdest gern mehr, ja, ich weiß, du meinst, alle hätten, aber ich habe meine Gründe, aus elterlicher Verantwortung das so und so zu entscheiden und damit wirst du leben müssen. Und je freundlicher und eindeutiger dieses Nein ist, umso besser können die Kinder das verarbeiten. Ne? Stichwort Frustrationstoleranz. Alle müssen lernen, mit Frustrationen umzugehen. Kinder müssen auch lernen, mit Begrenzungen, mit Versagungen umzugehen. Und das lernen sie besonders gut, wenn sie ein freundliches und klares Nein hören und man ihnen nicht übel nimmt, dass sie im Moment nicht begeistert sind von den Entscheidungen. Ja, wir haben ja heute die Neigung, dann schnell den Kindern zu sagen, hör mal, geht das nicht in deinen Kopf? Ich habe es dir 15 Mal erklärt, du brauchst gar nicht so beleidigt zu gucken. Also das heißt, man verschlechtert die Beziehung und man macht den Kindern Vorwürfe, weil wir die Erwartung haben, unsere tollen Argumente müssen doch beim Kind Gehör finden. Also diese Falle sollten wir vermeiden, da helfen wir den Kindern mit Frustration besser umzugehen und die Frustrationstoleranz allmählich zu entwickeln. So, und um dann das nochmal etwas deutlicher Ihnen vor Augen zu führen, mit welcher Haltung der Konsequenz man da am besten umgeht, habe ich hier nochmal das mal von mir vor Jahren entwickelte Konsequenzmodell hier aufgerufen. Ich stelle nämlich immer wieder fest, nicht nur in der Beratung von Eltern, sondern auch in Fortbildungen für Erzieherinnen, Lehrer, Lehrerinnen und anderen Pädagogen, die mit Kindern und Jugendlichen umgehen, fällt es oft schwer, zwischen Konsequenzen auf der einen Seite und Drohungen, Strafen und Belohnungen auf der anderen Seite zu unterscheiden. Das ist auch nicht so ganz einfach. Es ist aber hilfreich, wenn man diese Unterscheidung kennt und wenn man sich möglichst auf diese Konsequenzmethode konzentriert, weil das Machtkämpfe, endlose Auseinandersetzungen, Dauerdiskussionen oder auch Frustrationen, weil Belohnungsmethoden nicht funktionieren, einem erspart. Was ist also der Unterschied? Der Unterschied zwischen Konsequenzen, Drohungen, Strafen und Belohnungen auf der anderen Seite ist nach meinem Dafürhalten vor allen Dingen darin zu sehen, dass bei einer Konsequenz ein Kind wirklich eine Entscheidung treffen darf. Es darf entscheiden und muss nur mit den Folgen seiner Entscheidung leben. Ja? Also, nehmen wir mal ein Beispiel jetzt von kleineren Kindern. Das ist immer mein Lieblingsbeispiel, weil ich ja auch viel mit Eltern von Kita-Kindern und Grundschulkindern zu tun habe. Ein Kind will sich morgens nicht anziehen. Ich werde zur Gebetsmühle, ich spreche das Kind 15 Mal an, weil ich habe Zeitdruck, muss aus dem Haus und bin ja auf die Kooperation des Kindes angewiesen. Ja, das sind immer die brenzligsten Konflikte. Also drohe ich, zur Gebetsmühle zu werden, zu meckern, zu schimpfen oder auch mit Belohnungen, Bestrafungen zu arbeiten. Also ich kann zum Beispiel als Bestrafung sagen, liebes Kind, wenn du jetzt nicht in 10 Minuten angezogen bist, wir müssen los, darfst du heute Nachmittag deine Lieblingssendung nicht gucken. Kind spielt weiter. Haben Sie ein tolles Kind, statt Fernsehen zu gucken, bevorzugt das Kind morgens im Schlafanzug zu spielen. Eigentlich ein tolles Kind, aber Sie sind frustriert. Was hat man gemacht? Man hat dem Kind zwei Möglichkeiten gegeben. Weg A, du ziehst dich an, darfst heute Nachmittag deine Lieblingssendung gucken. Weg B, du ziehst dich nicht an innerhalb der nächsten 10 Minuten. Sendung ist gestrichen. Kind entscheidet sich für Weg B. Wie gesagt, eigentlich ein tolles Kind, spielt lieber als nachmittags Fernsehen gucken zu dürfen, aber sie sind frustriert, weil sie wollten ihr Kind auf Weg A bringen. Mit der Drohung Fernsehentzug. Sie wollten dem Kind gar keine Entscheidung überlassen. Also es ist gar nicht
eine wirkliche Entscheidung, sondern es ist ein Druckmittel, um das Kind auf die Gart zu bringen. Belohnungsprinzip das gleiche. Ich sage dem Kind, hör mal, wenn du gleich in 10 Minuten mal angezogen bist, bekommst du auf dem Weg zur Kita ein Teilchen bei Bäcker. Weg A, Kind zieht sich an, bekommt das Teilchen. Weg B, Kind zieht sich nicht an, kriegt kein Teilchen. Kind entscheidet sich für Verzicht auf Süßes und spielt lieber im Schlafanzug. Haben sie wieder ein tolles Kind, aber sind frustriert, weil sie wollten mit der Belohnung Kind auf Weg A bringen, ziehst dich pünktlich an und bekommst eine Belohnung. Das heißt, man erkennt Drohung, Strafen und Belohnung daran, ich will dem Kind keine wirkliche Entscheidung überlassen, sondern ich will ihm eigentlich nur einen Weg schmackhaft machen, entweder mit Belohnung oder mit Drohung, Bestrafung. Konsequenz, und das ist jetzt das Entscheidende, heißt, ich gebe dem Kind wirklich die Möglichkeit, eine Entscheidung zu treffen. Wir wollen ja, ne, im Unterschied zur autoritären Pädagogik, ne, die Kinder so behandeln, dass sie lernen, Entscheidungen zu treffen und Verantwortung zu übernehmen. Und das ist das Prinzip der Konsequenz. Ich sage dem Kind also, liebes Kind, in 10 Minuten müssen wir los. Ne? Entweder bist du angezogen, das kannst du ja alleine, dann gehst du angezogen mit mir. Oder aber, ist auch nicht so schlimm, ja, wenn es zu knapp wird mit dem Anziehen, packen wir die Sachen mal in die Tasche und du ziehst dich heute in der Kita an. Kommst im Schlafanzug mit. Das Kind darf entscheiden, ja, ob es sich anzieht oder nicht. Aber ich habe in beiden Fällen eine Lösung, ob das Kind sich für Weg A oder für Weg B entscheidet. Ich komme pünktlich aus dem Haus, Kind ist pünktlich in der Kita, ich bin pünktlich im Job. Das ist das Konsequenzmodell, wo man dem Kind altersentwicklungsgemäß Verantwortung für sein Verhalten gibt. Und das Gleiche können wir natürlich bei dem Thema Strukturierung der Bildschirmmedienzeiten tun. Und da empfehle ich den Eltern, nach diesem Modell folgendermaßen zu verfahren. Man sagt den Kindern, also folgende Zeitstrukturen, ja, möchte ich mit euch hier festlegen. In dem Umfang dürft ihr die Medien nutzen oder zu den Zeiten oder auch um die Uhrzeit abends händigst du mir bitte dein Handy aus und so weiter. Und wenn das reibungslos klappt, werden diese Zeiten eingehalten. Wenn das Kind bei den Begrenzungen Stress macht, schimpft, tobt, schreit, Herausgabe verweigert oder was auch immer, sodass diese Struktur zu setzen mir als Eltern schwerfällt und viel Stress produziert, dann sage ich meinen Kindern, wenn das also klappt, bekommt ihr die Medien zu den Zeiten. Wenn das zu dem Stress führt, kassiere ich die Medien für 1-2 Tage komplett ein. Dann habe ich nämlich auch keinen Stress. Das heißt, egal wie sich das Kind verhält, man hat erstmal weniger Stress. Und das Kind lernt, je eher ich die vorgegebene Struktur akzeptiere, umso mehr stehen mir die Medien zur Verfügung. Je mehr ich rebelliere, umso weniger stehen sie mir zur Verfügung. Damit hat man auch im Grunde schon sehr schnell das Problem der Suchtdynamik im Griff. Wenn ich merke, dass mein Kind mit entsprechender Aggressivität schon gewisse Suchttendenzen zeigt, wird es sowieso höchste Zeit, den Entzug einzuleiten, indem man die Medien verkürzt. Und mir wird immer mal wieder von Eltern geschildert, die das tun und dann auch schon mal an den Punkt kommen zu sagen, ganze Woche sind die Medien einkassiert, sagen, diese Woche ohne Medien war eigentlich die beste seit langem. Die Kinder haben wieder angefangen, was anderes zu spielen. Wir haben irgendwie mehr miteinander gemacht und irgendwie war die Woche stressfreier. Das heißt, da kann man auch mal merken, wenn man selbst so digitales Fasten mal anberaumt, ja, ist überhaupt für jeden mal empfehlenswert, zu sagen, wir machen mal ein paar Tage digitales Fasten, gucken, wie es uns dabei geht. Macht man oft die Erfahrung am Anfang, dass man ein bisschen nervös wird. Irgendwie merkt man, mein Gott, kein Zugriff auf die Medien. Fällt mir ja auch Erwachsenen schwer. Irgendwie merkt man, man ist da auch schon in so einer Suchtdynamik drin. Aber dann kann man auch oft die Erfahrung machen, dass neue Möglichkeiten sich eröffnen, neue Fenster aufgehen und andere Dinge plötzlich Raum haben. Und man macht die positive Erfahrung, auch da ist weniger manchmal mehr. Also kann man mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. Man hat zum einen eine Methode an der Hand, den Dauerstress, diese Struktur bei den Kindern durchzusetzen, zu beenden, indem man einfach beherzt sagt, also wenn das nicht klappt, dann will ich mal für die nächsten 3 Tage Ruhe haben. Dann schauen wir mal, ob es dann besser klappt. Und meine Rückmeldungen, die Rückmeldungen der Eltern sind da sehr gut, dass sie sagen, ja, seitdem
klappt das besser. Und wir haben sogar die Erfahrung gemacht, mal unabhängig von dieser Konsequenzmethode, haben wir mal Tage, wo wir die Medien oder auch Urlaube, wo wir die Medien wirklich wegpacken, weil wir merken, es tut uns allen gut. Also insofern ist es eine gute Möglichkeit, mal festzustellen, wie geht es uns eigentlich, wenn wir die Medien reduzieren. Ja, also das ist das, was ich Ihnen heute zu dem Thema vortragen wollte. Und das hat natürlich heute diesen Zungenschlag bekommen, Vorsicht, Vorsicht, Gefahren, Gefahren, Suchtdynamik und so weiter. Aber es ist natürlich klar, unsere Kinder wachsen in dieser Welt noch stärker auf als wir. Und wenn die in 10, 20 Jahren in unserer Gesellschaft leben und die Berufe, die sich ja jetzt erst noch im Rahmen dieser Digitalisierung entwickeln, die es heute noch gar nicht gibt, leben, werden sie sich noch viel mehr in dieser Welt bewegen. Das ist alles richtig und gut und hat ja auch viele positive Seiten. Aber gerade in der Entwicklung der Kinder, erst einmal sehr dosiert damit umzugehen, ist etwas, was enorm wichtig ist, damit die Kinder später auch kompetent damit umgehen und andere Kompetenzen entwickelt haben, um in der Lage zu sein, diese Medien zu beherrschen, zu kontrollieren und sich nicht von den Medien beherrschen zu lassen. Das war's. Ich danke, wie man so schön sagt, für Ihre Aufmerksamkeit und sage einfach bis zum nächsten Mal.